You must be Mr. James Bond, right? In James Bond Sag niemals nie steht er als Bösewicht an der Seite von 007-Agent Sean Connery vor der Kamera. Klaus Maria Brandauer ist einer der bekanntesten Schauspieler im deutschsprachigen Raum. The game is called Domination. I designed it myself. Der 79-Jährige stammt aus der Gemeinde Bad Aussee. Für die Festwochen in Gmunden kommt er zurück in seine Region. Man muss den Mut haben, an Wunder zu glauben. Das Salzkammergut ist wahrscheinlich die schönste Gegend für mich auf der ganzen Welt, weil da bin ich sehr viel herumgefahren, mit dem Fahrrad und dann mit dem Auto. Und man hat alles kennengelernt. Also das Salzkammergut ist im weitesten Sinne gefasst meine Heimat. Nicht nur mit seiner Heimat, auch mit den Festwochen fühlt sich der Schauspieler verbunden. Seit 35 Jahren holt Gmunden dafür Künstler wie den Chemiker und Schriftsteller Karl Gerassi, die chinesische Star-Pianistin Yun Shawang oder Schauspieltalent Philipp Hochmeier in die Seestadt. Wir sind jetzt schon in der Planung für 23 und teilweise schon 24 und es ist fordernd, aber gleichzeitig extrem bereichernd und schön. 40 Veranstaltungen innerhalb mehrerer Wochen. Das Organisieren ist keine leichte Aufgabe, denn die Künstler spielen nicht nur an einem Ort, sondern an unterschiedlichen Plätzen in und um Gmunden. Es werden Kirchen bespielt, es werden Industriehallen bespielt, es gibt auch Open-Air-Veranstaltungen, es gibt Veranstaltungen in Schlösser, also es ist wirklich kunterbunt gemischt, je nachdem, welcher Künstler oder welche Musikrichtung das man jetzt hat und wo es hinpasst. Er passt jedenfalls hierher. In einer Lesung erzählt Klaus Maria Brandauer aus dem Leben des jungen Komponisten Wolfgang Korngold. Neben Johann Strauss der meistgespielteste Opernkomponist aller Zeiten. Und Interesse für das Theater, für alles Dramatische, war früh erwacht. Ich habe mich mit ihm angefreundet, ja. Das ist schon ein richtig pfiffiges Kind gewesen. Und auf irgendeine Weise, glaube ich, sogar ganz tief im Herzen geblieben, weil er irgendjemanden eigentlich gedient hat. Und das war, was er sehr liebte außer seiner Frau, Musik. Um die gibt's hier noch genug. Die Festwochen in Gmunden finden über das ganze Jahr verteilt statt. Und jetzt hör mal auf.